Dieser Igel hat mich immer schon gehasst. Sein Lieblingssport war früher, sich immer genau dahin zu kugeln, wo ich mich gerade hinsetzen wollte. Ich glaube, das hat Conroy ihm beigebracht. Natürlich hat er das. Conroys Hausapotheke. Nein, nicht kombinieren, ich will's aufmachen. Fischöl. K.O.-Tropfen. Nur zwei Fläschchen sind noch voll. Conroys Anti-Schuppen-Fischöl und seine K.O.-Tropfen. Es werden immer mehr. Ich muss mich beeilen. Aber warum? Okay, wir haben K.O.-Tropfen. Das ist eins von Conroys Hausmitteln. Das hat er abends genommen, wenn er nicht schlafen konnte oder einsam war. Und wir haben Fischöl. Conroys Anti-Schuppen-Fischöl. Der Geruch erinnert mich so sehr an ihn. Er ist ja widerlich. Kann ich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Balkon. Ein Basilenangriff. Ich muss Conroy aufhalten, bevor er noch mehr auf das Volk loslässt. Aber warum? Zu gefährlich da draußen und zum Runterspringen zu hoch. Warum macht er das? Ich verstehe es nicht. Kronleuchter. Pompös und nobel. Mit einem großen Diamanten besetzt. Kann ich Musik spielen? Halt, Musik spielen. Wie ging das? Fuck, ich hab das Lied vergessen. Scheiße. Es muss doch hier irgendwo eine Erinnerung daran geben. Das kann doch nicht sein. Conroys Thron. Conroys Thron. Eindeutig viel zu groß für ihn. Man merkt, dass dieser Thron Conroy gehört. Eine Sprungfeder. Was machen wir jetzt mit der Sprungfeder? Eine 1A-Sprungfeder. Als sich der Thron geschlossen hat, hat es hier irgendwo Klick gemacht. Es muss etwas mit diesem Gemälde zu tun haben. Was ich brauche, ist eine Spur. Eine Spur. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Das Geräusch kam irgendwie von diesem Gemälde. Aber es ist riesig. Kann ich das aufritzen? Auf? Wo soll ich ihn denn reinstecken? Reinstecken? Das gesamte Bild einfach kaputt machen. Wie wär's damit? Ein bisschen komischer Junge. So, wir haben eine Conroy-Handpuppe, auf der der Igel gerne rumbeißt und sie ist jetzt mit Puderzucker, in Anführungszeichen, bedeckt. Und davon wird man abgedreht. Also, so. Soll ich ein schlechtes Gewissen haben? Nein. Ist der Igel jetzt tot? Hier ruht Conroy. Zerfetzt, verbrannt, zerschlissen und vollgesabbert. Und immer noch zu gut für ihn. Oh, Alter. Lassen wir ihn ruhen. Schade. Ich hab gedacht, vielleicht, weiß ich nicht. Kann ich nochmal drauf einstechen? Das mache ich nicht. Warum denn nicht? Bist du sonst immer so ein Sadist? Okay. Ha, wenn ich früher was kaputt gemacht habe, hat Conroy mich tagelang im Luftschacht wohnen lassen. Und? Was willst du jetzt machen, Conroy, hä? Nein, er ist kaputt und ich will ihn nicht. Es ist einfach, sich über Leute lustig zu machen, wenn sie nicht da sind. Oh, wie er glitzert. Ich frag mich, ob Laura Diamanten mag. So langsam hat das.
So langsam hat das. Oh, wie er glitzert. Ja, genau. Was ist das eigentlich hier? Alle Leute, die eine Audienz wollen, werden hier angekettet und kommen nicht näher ran, oder was? Conroys Thron. Eindeutig viel zu groß für ihn. Kann ich da nochmal drauf sitzen? Nochmal setze ich mich da nicht drauf. Natürlich nicht. Der Schacht, mit dem alles begann. Kann ich da runter? Na klar, dann fangen wir eben nochmal von vorne an. Ja klar, wieso nicht? Nein? Schade. Also wir haben den Diamanten. Kann ich mit dem Diamanten... Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ich hab gedacht, eventuell... Weißt du, ich weiß auch nicht wieso. Ich weiß nicht, was ich denke. Ich tue einfach nur. Was macht? Ich tue Dinge. Und ich verstehe nicht, wieso ich sie tue. Aber ich probiere aus und... Ein Modell, aber es sieht ordentlich. Kann ich es kaputt machen? Das ist nicht mehr so ordentlich. Ich glaube nicht. Ja, natürlich nicht. Natürlich funktioniert das nicht. Warum sollte das auch funktionieren? Das wäre ja vollkommen abstrus, Dinge kaputt zu machen. Ja, das macht der ja nie. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Kronleuchter? Wenn ich früher war. Und? Balkon? Okay, verrückte Idee. Kann ich die Sprungfeder benutzen, um runterzuspringen? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ja, das, genau. Als ich der Thron geschlossen habe, was ich brauche, ist eine Spur. Ist hier eine Spur? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Das Geräusch kam irgendwie von diesem Gemälde. Aber es ist riesig. Basilenmodell. Es hat einen sehr buschigen Schweif. Ja, genau. Eine künstliche Hand, zur Faust geballt. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit der Handpuppe kann ich nichts mehr machen. Der Stachel ist wahrscheinlich für den Knopf unten, also da, wo der Knopf fehlt. Ich kann es nur versuchen, mit Dingen zu kombinieren. Mit Fischöl. Das war doch jetzt... Mit K.O.-Tropfen. Warum... Das war... Ja, dann probieren wir einfach dumm. Das hat ja bisher immer ganz gut funktioniert, nicht wahr? Das könnte... Na... Ich glaube... Naja... Ich glaube... Warum... Das... Das war doch... Anti-Schuppen. Nein. Du musst noch wach bleiben? Nein, dann rieche ich komisch. Ja, genau. Ich will mich nicht pieksen. Das kann ich nicht verwenden. Ich weiß nicht, was... Dich selber hauen? Keine Ahnung. Das kann ich nicht... Diamant. Ich weiß nicht, was... Das kann ich nicht... Es wäre auch zu schön gewesen. Wir müssen ja auch irgendwas mit dem Müllschacht machen. Das ist ja logisch, ne? Ich meine, den haben wir. Der Schacht. Diamant runterwerfen? Warum sollte ich... Keine Ahnung. Weiß das nicht. War doch jetzt... Das wird... Das wird... Naja. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll, um ehrlich zu sein. Ich hänge fest. Ich könnte in die Lösung gucken... Ein Basilen. Ja. Zu gefährlich da draußen. Und zum... Kann ich da was reinstecken? Das könnte... Warte. Warum soll... Keine Ahnung, damit er sich da aufsetzt. Conroy kommt wieder, setzt sich auf den Stachel drauf, da tut ihm der Hintern weh. Ich hab keine Ahnung. Als ich der Thron geschlossen... Es muss etwas ich... Was er braucht, ist eine Spur. Was denn für eine Spur?
Wovon redet der Kerl da? Muss ich Lied machen? Aber ich wüsste nicht wohin. Quatsch, was für ein Lied? Fuck. Wenn ich das Lied noch im Kopf hätte, wie ging das denn nochmal? Aber ich hab noch die Melodie im Kopf, aber ich weiß nicht mehr über die Noten. Scheiße, ey. Okay, hilft nichts. Wir müssen in die Lösung gucken. Finde einen Weg aus dem Thronsaal. Sorge dafür, dass Reminepo keine Stromschläge mehr bekommt. Als der Thron geschlossen hat, ertönte ein Klicken. Das deutet auf einen Mechanismus hin. Ja. Yeah. Und gibt es dort vielleicht Fingerabdrücke? Och. Natürlich. So eine Spur. Ein jo. Weißer Basil. Komisch, seine Augen sehen plötzlich größer aus. Boah, das hat so an sich Kontrast und sowas. Okay. Ach nee, das sollte ein Witz sein. Oh Gott, wegen, naja. Puderzucker in Anführungszeichen. Ha, Fingerabdrücke. Verteilt um eine verdächtig aussehende Vertiefung. Ein Muttermal. Okay, wir haben eine Vertiefung. Da stecken wir jetzt den Stachel rein. Ich lasse den Stachel lieber stecken, damit der Thron offen bleibt. Natürlich, das macht Sinn. Damit Conroy auch ja weiß, dass du unten warst, dass du hier warst, ne? Also, beziehungsweise wo er hin ist. Dass er hier war, das merkt er sicherlich selber. So, zurück ins Labor. Und da geben wir den Diamanten an Laura. Denn da freut sie sich sicherlich drüber. Dass ihr Vater da drin steckt, ist ihr dann egal. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Bitte? Dann eben nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich dachte, wir können jetzt den Diamanten in die Vertiefung da reinstecken, so als Knopf benutzen oder so. Aber nein, dann eben nicht. Na klar, warum auch? Es ist ja vollkommen abwegig. Das könnte... Natürlich, ja, ist klar. Gitter mit der Sprungfeder. Das passt nicht durch die schmalen Ritzen. Was? Warum nicht? Das passt. Wo soll ich denn? Wo soll ich die denn hinträufeln? Warum sollte ich. Ich hab gedacht, vielleicht kann er mit dem. Mit der Sprungfeder an den Aufzugsknopf kommen. Das könnte. So, Fischöl auf den Knopf. Fliege landet drauf. Genau, stinkt ja. Da. Das hat's ja mal mega gebracht. Das war ja... Er ist leer. Aber ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. Ach, ich hätte vorher was reintun sollen, natürlich. Ja. Okay, den Diamanten. Wir tun einfach den Diamanten da rein. Ja, wir tun einfach den Diamanten da rein. Wir tun einfach den Diamanten da rein. Dann eben nicht. Wir tun die Sprungfeder da rein. Wir tun die Sprungfeder da rein. Wir kombinieren den Diamanten mit K.O.-Tropfen. Naja. Dann nimmt er den und fällt in Ohnmacht. Warum? Weiß ich doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir kombinieren die Faust mit der Sprungfeder. Genau. Dann tun wir die Sprungfeder da rein. Also die Faust mit Sprungfeder da rein und dann... Eine Faust an einer Sprungfeder. Sitzt wie angegossen. Manchmal sind die Rätsel wirklich so doof.
Ja. Das wird sicherlich funktionieren. So. Fischöl. Wo sollst du es hintröpfeln? Natürlich auf den Knopf wieder. Manchmal sind die Rätsel wirklich so blöd.